Ich weiß, dass der Herr des Elenden Sache führen wird und den Armen Recht schaffen wird. Diese Worte aus Psalm 140, 13 sind die heutige Tageslosung. Und sie drücken etwas aus, was die ganze Bibel durchzieht. Gottes Erkenntnis und Gerechtigkeit ist untrennbar miteinander verbunden. Und Gerechtigkeit heißt, dafür einzutreten, dass alle Menschen in Würde leben können. Sich nicht damit abzufinden, dass Menschen in Armut leben müssen. Gottes vorrangige Option für die Armen, hat man das in der Theologie genannt. Die Armen müssen so lange Vorrang haben, bis auch sie in Würde leben können. Gestern Abend habe ich ein eindrucksvolles und berührendes Beispiel erlebt, wie das Wirklichkeit werden kann. Wir haben im Alten Rathaus in München 30 Jahre Straßenzeitung BIS gefeiert. BIS, das heißt Bürger in sozialen Schwierigkeiten. Das BIS-Magazin ist die älteste und mit einer verkauften monatlichen Auflage von 38.000 Exemplaren eine der erfolgreichsten Straßenzeitungen Deutschlands. Vom Verkaufspreis, im Moment 2,80 Euro, dürfen die Verkäuferinnen und Verkäufer 1,40 Euro behalten. Die Zeitschrift stellt sie an und versucht, ihnen Wohnung zu besorgen. Sie möchte aber auch öffentlich ein Bewusstsein schaffen für die Belange obdachloser und armer Menschen. Die fröhliche Stimmung gestern Abend war ansteckend. Der Applaus wollte nicht enden, als die Verkäuferinnen und Verkäufer am Ende alle vorkamen und geehrt wurden. Wir waren eine große Gemeinschaft. Ich weiß, dass der Herr des Elenden Sache führen wird und den Armen Recht schaffen wird. Was ich gestern Abend erlebt habe, war eine Gotteserfahrung. Geht gesegnet und behütet in diesen Tag.